Da hörte er ihn schon ein lautes O ausstoßen. Und nun sah er ihn auch, wie er die Hand gegen den offenen Mund drückte und langsam zurückwich. Ein Vertreib in eine unsichtbare, gleichmäßig fortdrückende Kraft. Was ist denn los? Sie räumten ihm sein Zimmer aus, nahmen ihm alles, was ihm lieb war. Aber Gregor dachte gar nicht daran, aufzumachen. Zunächst wollte er ruhig und ungestört aufstehen. Gerade schlug der Wecker 3:47. Und rollte vor mir. Sahen ihn alle schweigend und traurig an. Sie wollten die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, du, Gregor! Gregor blieb vor Schrecken stehen, sagte die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. Doch fühlte er sich wie festgenagelt. Die Familie war gänzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen. Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zu seiner Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr damit anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine auf sein Zimmer kommen. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen. Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgendjemanden und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen. Abends wird sie entlassen. Sein letzter Blick streifte die Mutter, die nun völlig eingeschlafen war. Sie beschlossen, den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazierengehen zu verwenden. Sie hatten diese Arbeitsunterbrechung nicht nur verdient, sondern brauchten sie sogar ganz unbedingt. Und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben 3 Entschuldigungsbriefe.